So here at the FH, we are developing already methods for the regeneration for the muscle or the nerve tissue, for example. Normally, it's expected to see that regeneration process will decline. And here we want to see whether cells, when they are aged and treated with the shock waves, for example, can they be rescued. Horizontale und vertikale Bewegungen einfach und spielerisch wieder zu erlernen. Es wird eingestellt, welche Seite gelähmt ist, und dann kann sich der Patient mit seiner Geschwindigkeit zu den fallenden Büchern bewegen. Daten werden aufgenommen, können mit späteren Sessions verglichen werden, und man kriegt eben dann eine Datenbank, um wie viel der Patient sich verbessert in der Zeit. Eine Drohne in einem Käfig. Derzeit ist sie so eingestellt, dass sie mittig im Kasten fliegen soll, ausgehend vom Sensor aus. Und mit Hilfe dieser drei Sensoren können wir Objekte vor der Drohne identifizieren. Wenn wir uns dieser Person mit der Drohne nähern, dann wird die Drohne automatisch ein Ausweichmanöver nach hinten durchführen.